Ja, hallo, ich wünsche euch einen wunderschönen Tag. Und wo könnte man so einen Tag besser verbringen als in der Küche eures Vertrauens? Das heutige Thema ist Voice-Over. Ein Voice-Over ist etwas anderes als eine Synchronstimme. Eine Synchronstimme benutzt man ja, um Filme in eine andere Sprache zu übersetzen oder um zum Beispiel seine Küche sprechen zu lassen. Auch wird das Voice-Over häufig fälschlicherweise als Off-Stimme bezeichnet. Vom Off spricht man allerdings, wenn die betreffende Person zwar gerade nicht im Bild ist, eigentlich aber doch am Ort des Geschehens. Vom Voice-Over spricht man allerdings, wenn die Quelle der Stimme nicht tatsächlich physisch anwesend ist, sondern sozusagen aus einer Art göttlichen Perspektive das Geschehen kommentiert oder aber wenn es sich zum Beispiel um die Gedanken einer Figur handelt. Ein Voice-Over kann also eingesetzt werden, um das, was im Film passiert, deutlicher zu machen. Oder natürlich auch, um dem Film eine ganz neue, andere Ebene zu verleihen, indem das, was man sieht, zum Beispiel in Frage gestellt wird. Nachdenklich blickte er in die Ferne. Im schlechtesten Fall wird nur das kommentiert, was man im Film sowieso schon sieht. Er kratzte sich am Bart. Und das fängt natürlich nach der Zeit an, langweilig zu werden und zu irritieren. Sein Hemd war nicht gebügelt. Er saß in einer orangen Küche. Und seine Haare waren ihm schon vor langer Zeit ausgegangen. Hör auf damit! Redest du mit mir? Entschuldigung. Ein sehr gelungenes Beispiel für ein Voice-Over findet man im Film Fight Club. Das Voice-Over verdeutlicht die innere Zerrissenheit der Figur, ohne jedoch auf das überraschende Ende hinzuweisen, falls ihr den Film noch nicht gesehen haben solltet. Wenn euch ein Thema aus dem Film- und Videobereich interessiert, dann schreibt es doch einfach unten in die Kommentare und ich hoffe es so bald wie möglich schon hier erklären zu können. Das war's, bis dann, ciao!